Nach so vielen Jahren ist es endlich soweit. Es gibt die Bitcoin-ETFs. Die SEC in den USA hat sie tatsächlich jetzt nach so vielen Jahren Gerangelei und Hin und Her genehmigt. Und eigentlich ist es doch ein Paradoxon. Denn ein ETF spiegelt ja beispielsweise in MSCI World verschiedene Unternehmen, teilweise auch aus verschiedenen Staaten, wieder und macht dadurch eine sehr, sehr interessante, gute Diversifizierung. Jetzt aber... Gibt es verschiedene Bitcoin-ETFs, die ab morgen, also je nachdem, wann ihr das Video seht, direkt an diesem Tag dann handelbar sind? Und das ist eigentlich ein Widerspruch. Aber ich möchte mit euch mal ein bisschen darüber philosophieren, ein bisschen darüber sprechen. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du nur gerne ein Abo da lassen, ihr wisst das, der Anfang in diesem Kanal hier war ja sehr, sehr stark Bitcoin-lastig. Ich habe zahlreiche Videos darüber gemacht. Ich denke, ich habe auch einige ganz gut aufgeklärt im Bereich Bitcoin, was dahinter steckt, was für ein Konzept und alles. Und ich bin froh, dass ich denn drin geblieben bin. Das bestätigt mich nur. Allein wenn man sich den Bitcoin-Kurs im Jahresverlauf einfach mal anguckt, sehen wir das nämlich hier bei finanzen.net 154 Prozent innerhalb von einem Jahr. Also, wer ewig drin geblieben ist, ist jetzt auch noch in einer sehr guten Situation. Allein die letzten drei Monate über 68 Prozent, im letzten Monat 10 Prozent. Und wenn man auf die drei Jahre geht, sind wir immer noch bei 45 Prozent. Also absoluter Wahnsinn. Wir haben natürlich noch keinen Alltime-High erzielt, aber. Wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, dass Bitcoin-ETFs jetzt die Möglichkeit haben, da sehr, sehr viele Leute reinzuziehen und reinzunehmen, dann glaube ich, dass sich der Kurs verändern wird. Keine Anlageberatung in meinen Videos, ihr wisst das, muss jeder für sich selber entscheiden, wer früh rausgeht. Der kann das machen, wer gar nicht rausgeht. Hoddle, hodl, hodl, wie es so schön heißt. Gar kein Problem, muss jeder wirklich für sich selber entscheiden. Ich persönlich, ich würde nicht verkaufen. Ich würde meine Satoshi's nicht verkaufen. Ich wüsste keinen Grund warum. Denn die Frage ist ja, was willst du mit dem Geld? Was möchtest du mit dem Geld aktuell anfangen? Wo soll das Geld aktuell hin? Du kannst natürlich sagen, ja, okay, ich könnte natürlich hingehen und lege das aktuell ganz attraktiv im Tagesgeld für 3, irgendwas Prozent an. Ja, kann man machen, das ist natürlich sicheres Geld. Aber das ist schon gegen die Inflation relativ schwierig, dann dagegen anzukommen, je nachdem, in welchem Land man lebt und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es jetzt ganz interessant, dass die SEC das Ganze genehmigt hat. Es gibt einen Wermutstropfen an der Situation. In Deutschland sind sie nämlich erstmal nicht handelbar. Wie die Wirtschaftswoche nämlich hier auch schreibt, nach ETF-Zulassung, so profitieren deutsche Anleger vom Bitcoin-Boom. Und klar, man hat natürlich grundlegend zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich hingehen und sagen, ja okay, dann kaufe ich jetzt Satoshi-Schreckstrich, ich kaufe einen ganzen Bitcoin, wenn ich, ich gucke auf meinen Kurs, aktuell über 46.000 Dollar. Also irgendwas 43.000, 44. 44.000 Euro, wenn man den jetzt aktuell in Euro kaufen möchte oder hier 42.300 Euro. Ja, das wird dann ganz schwierig. Keine Frage. Aber vielleicht sagt man das dann auch in einem Jahr, wenn dann vielleicht bei 80.000 steht, vielleicht steht das schon sechsstellig. Ich weiß, wir hatten schon mal so einen sehr, sehr starken Hype. Da haben wir damals auch in einem Livestream darüber gesprochen und geschätzt und geraten, bis wohin wird der Bitcoin noch steigen zum Ende des Jahres. Und da habe ich komplett falsch gelegen. Ja, natürlich. Aber nochmal, ich bereue das nicht, drin geblieben zu sein. Im Gegenteil, ich sehe mich einfach nur bestätigt. Denn wir sehen ja auch, was jetzt gerade über die letzten zwei Jahre, ich glaube, so lange müsste der Livestream her sein, vor zwei Jahren, schon passiert ist, wie instabil unser Währungssystem ist und dass jetzt die SEC eine alternative Währung als Bitcoin-Alternativ wirklich an, mit dem ETF, mit der Freigabe dafür akzeptiert, das ist wirklich ein ganz, ganz starkes Stück und Meiner Meinung nach ein ganz, ganz klarer Weg. Also man kann wirklich nur jedem beglückwünschen, der sagt, Jo, ich habe schon ein paar Satoshis, ich habe vielleicht zwei, drei Bitcoin, wenn man früh eingestiegen ist, wer weiß, auf meinem Portfolio mit drin. Und die werden auch da liegen bleiben. Ich warte einfach noch ab und gucke jetzt an, wie sich das entwickelt. Denn diese Darstellung des Bitcoin ETF auf dem Bitcoin wiederum, das ist eine ganz interessante Sache und wird den Kurs natürlich jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Tage oder paar Wochen, sondern vielleicht über die nächsten Monate und auch über die nächsten Jahre hinweg massiv steigen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Und einige haben ja vor zwei Tagen mein Video auch gesehen bezüglich der Situation, dass der ETF erstmal angeblich von der SEC war ja gehackt worden bei X, der Account, freigegeben wurde und dann hatte ich ja auch in dem Video darüber gesprochen, wäre die Coinbase-Aktie eine Alternative jetzt hinzugehen zu kaufen, weil die hat sich ja wirklich wahnsinnig krass entwickelt und haben auch einige von euch gesagt, nee, würde ich nicht machen, würde ein Bitcoin kaufen, aber das hatte den Grund, warum ich das ja gefragt habe, ich glaube, das ist nicht ganz klar geworden. Das hat ja im Fokus auch den Grund, ihr seht ja jetzt hier im Hintergrund bei Freedom24 mein Portfolio, welches ich ja aufbaue, mit so ein paar kleinen Positionen bin ich ja hier drin, wie man sehen kann und... Es geht ja speziell darum, eben ein Aktienportfolio hier aufzubauen. Und dass man jetzt hier beispielsweise Bitcoin ETF sich für interessiert oder aber auch eine Coinbase Aktie, um versuchen darzustellen, wenn der Bitcoin Kurs steigt, wird natürlich auch zwangsläufig oder. Bestfall so eine Börse steigen und so weiter, diese ja, Marktsituation einfach mitzunehmen. Deswegen will ich jetzt auch schon hier, nun Bitcoin-ETF-mäßig was zu machen. Da kann man ja einfach mal hingehen an der US-Börse, nämlich dann einfach gucken und dann sieht man ja verschiedene Bitcoin-ETFs, die es ja mittlerweile auch in den USA schon zu handeln gibt. Wie gesagt, keine Anlageberatung hier an dieser Stelle, es muss jeder für sich selber entscheiden, aber für mein kleines Portfolio, welches ich hier habe, könnte ich mir das halt ganz gut vorstellen. Denn man muss ja an der Stelle wirklich nochmal ganz klar sagen, der wichtige Punkt ist ja, viele können nicht in Bitcoin investieren. Warum? Weil es zu kompliziert ist. Natürlich kannst du hingehen und machst dir bei einer Börse, zum Beispiel Binance ist meine favorisierte Börse, ist auch unterhalb des Videos verlinkt. Und du meldest dich dort an, registrierst dich und machst deine Verifizierung, kaufst ein bisschen Tatoshi, Bitcoin, vielleicht noch ETH, also Ethereum dabei und das hast du dann auf dieser Börse. Wer sagt dir denn, wie sicher das dort ist? Not Your Keys, Not Your Coins. Habe ich auch damals vor zwei, drei Jahren ein Video zu gemacht, ist hier in dem Kanal auch noch online. Guckt dir das gerne mal an, damit du auch weißt, was das ganz genau bedeutet. Denn es ist ganz wichtig, wenn Coins auf der Börse sind und die werden gehackt, die sind weg, dann sind die weg. Du kriegst nichts im schlimmsten Falle. Das haben wir beispielsweise bei FTX letztes Jahr gesehen, eine große Börse, die... Ja, nicht ganz mehr so gut funktioniert hat, sagen wir es einfach mal so. Und dementsprechend ist es natürlich deutlich sicherer, wenn jetzt so die Leute aus Mainstream, die sich gar nicht mit irgendeiner Bitcoin-Wallet, also einem sicheren Portemonnaie, sage ich jetzt mal dazu, auf Deutsch dazu, beschäftigen möchten und informieren möchten, wie das Ganze funktioniert, ist es für die natürlich viel einfacher hinzugehen, zu sagen, komm mir einfach ein bisschen vom Bitcoin-ETF, -Bit wenn der steigt, der Kurs dann steigt da auch der Kurs. Also da hat man diesen Vorteil und ich glaube, dass gerade das natürlich eine sehr sehr große ähm, Anzahl von Menschen, die sich eben nicht so technisch auch dafür gar nicht interessieren, was das mit Bitcoin eigentlich bedeutet, da reingehen werden. Das ist natürlich auch ein großer Kritikpunkt in der gesamten Bitcoin Community, weil man sich ja eigentlich gegen dieses Geldsystem ausspricht. Aber so what? Ich nehme das mit. Ich nehme das mit, sage ich ganz ehrlich. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt mal euren Favoriten für einen Bitcoin ETF gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten natürlich nochmal der Hinweis darauf, wenn ihr verschiedene Aktien, ETFs oder auch sonst was handeln möchtet. Ihr habt die Möglichkeit, das bei Freedom zu machen. Die Gebühren sind dort wirklich sehr gering, das ist sehr attraktiv. Und ich hatte es im letzten Video auch gezeigt. Freedom24 bietet nämlich jetzt gesteigerte Zinsen an, aufs Tagesgeld, aber auch aufs Festgeld, wie ihr nämlich hier sehen könnt. Ich verlinke es euch unterhalb des Videos, wie gesagt. Ihr bekommt nämlich hier für die ähm, Tagesgeld aktuell 5,31. Prozent in US-Dollar und ihr könnt das Geld ja einfach switchen. Das geht ja auch im Account. Wenn ich mal ein Video machen soll, schreibt das rein. 3,89 Prozent per Annum hier im Euro. Und das bereits ab 150 Euro. Und das krasse ist, kein Maximalanlagebetrag. Das heißt, wer natürlich so vermögend ist, bei anderen Banken, die die Situation hat, ja nur für Neukunden nur 50.000 Euro ähnliches, da pfeift Freedom drauf. Die sagen, auch wenn du eine Million hast und die da reinlegst, wir geben dir auch dafür die 3,89% Zinsen, wenn das in Euro der Fall ist. Also es ist wirklich eine ganz interessante Möglichkeit, hier auf jeden Fall ein bisschen das Geld abzusichern. Und verschiedene Sachen sollte man meiner persönlichen Meinung nach, keine Anlageberatung, ihr wisst das, das sage ich immer dazu, definitiv machen. Sprich zum Beispiel ein bisschen hier im Tagesgeld, ein bisschen Aktien, bisschen Bitcoin, aber vielleicht natürlich auch das eine oder andere Edelmetall mit rein. Dementsprechend schreibt jetzt mal gerne eure Meinung rein. rein. Sind ganz spannende Zeiten, die hier gerade passieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn du so ist, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.